Hi und willkommen zu Folge 3 von Warhammer 40k Boltgun. Wir sind hier mit unserem Space Marine ein paar Chaos-Dämonen als Gesocks, die Ungläubigen einfach auszumerzen. Geht ja gar nicht so. Verbotenes Wissen ist der nächste Level und wir gehen rein. So, auch diese Folge die Anmerkung, wenn ihr Probleme habt mit Lichtern, blinkenden Lichtern und sowas, dann Vorsicht. Oder nicht schauen. Ja, da kriegt selbst Rick and Morty Angst. Genauso wie der Typ. Schlüssel. Lila Schlüssel. Da leuchtet es lila. Habe ich den jetzt echt zerplatzen lassen? Junge! Muss doch nicht sein. Irgendwo ballert noch einer. Hey! Ich zieh weg hier. Ist sehr dunkel hier. Fast an der Decke kleben geblieben. Viele Türen. Ay, caramba. Also wir kamen von dort. Ja, und die Tür ist offen. Jetzt ist der Balustrade im Geländer im Weg. So viele Türen und kein Türöffner.
Okay, hier waren wir schon einmal rum. Achso, und Anmerkung. Erste Folge, Beginn des Spiels, Videoerklärung und sowas auf dem Hauptkanal Exocron. Und hier gibt es den Rest vom Gameplay. Auch Folge 2. In der Videobeschreibung wie immer oder einem Abspann. Der G-Regulator für dieses Gerät existiert kein Anforderungsdokument, was für Administrat wahrscheinlich für Heresie steigt. Ah, ja, kennt ihr schon meinen Freund Freitag? Was würde ich ihn ohne ihn tun? Ich würde durchdrehen. Am liebsten würde ich ihn ja erwürgen, aber er hat ja keinen Hals mehr. Ein roter Schlüssel. Bin begeistert. Ich glaube, wir müssen jetzt den ganzen Weg wieder zurück, wenn ich mich nicht irre. Und ich irre mich nie. War die Tür schon offen? Jungs, geht mir nicht auf den Zeiger. Aber wartet mal. Wo war der Ausgang? Da war der Ausgang, der ist zu. Okay. Gut, na, dann werde ich Spaß mit euch haben. Wenn ihr es wollt, wenn ihr unbedingt wollt, könnt ihr es haben. Frage ist nur, wo seid ihr überhaupt? Ami? Viel zu dunkel hier. Ah, auch noch so ein komischer Terminator. Ja, frisst Granate, Freund. Das war eng. Das war fast ins kleine Loch gefallen. Wo hat's geballert? Ach, da oben. Aber da war noch einer, auf jeden Fall, oben. Irgendwo? Nö, aber jetzt ist das Türchen offen. Können wir wieder raus. Kraken, Krakenmagazin. Ja, das ist geil. Das hat nämlich eine größere Munitionskapazität. Wo war jetzt wieder der Schlüssel? Schlüssel, da. Fehlender Schlüssel?
Aua, 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 aua. Hat das was von Taser Rounds? Mach die Tür auf. Was hast du gesagt? Mein Freund, der ist halt nicht so gesprächsfähig. Er hat so seine Probleme. Seine Gefühle zu äußern. Was ist das denn? Was ist das denn? Soll das so sein? Ich möchte hier nur raus. Also, sorry. Das ist ein wenig wirr. Aber ich glaube, es soll ein Haufen irgendetwas Tolles sein. Regenbogenkacker. Ah, hier geht's weiter. Okay. Genuslager. Abscheuliche Wesen. Nicht in Datenbank. Gefahr. Vorschlag. Private Sammler. Ja, dann wird das irgendwas mit Genuskacker sein. Große Kacker. Medizinischer Gegenstand aufbewahrt, wartet. Ich bin ja bestimmt. Wieso liegt die Statue hier so komisch? Ein Geheimnis. Heiliger Schrein der Verteidiger, der Bastion entdeckt. Ja. Geht hier jetzt einer ab oder was? Medizinischer Gegenstand entdeckt. Oh. Bibliothek erreicht eine Vergrößerung des... Die Tür ist doch zu.
Ding. Noch jemand hier unten? Oder sind wir jetzt alle... alle oben? Die blauen Schlümpfe. Also irgendwo hat definitiv einer noch vorhin geballert, bevor... Sag ich's doch. Was ist er denn? Wie komme ich da gerade schnell hoch? Also eigentlich bedeutet das, dass wir noch, also die Lichtstimmung, dass wir immer noch irgendwo Gegner haben, aber... Jetzt echt explizit in jeden Gang runtergehen, damit dann irgendetwas getriggert wird. Okay, ist vorbei. Okay. Es ist vorbei. Dauerschlüssel. Irgendwas hat noch auf mich geballert. Das wäre nämlich ganz doof gewesen. Junge, Junge, Junge. Das waren aber viele Schlümpfe hier. Moment, Moment, jeder kommt dran. Moment. Ich muss nachladen. Mehr? Bin ich ganz deiner Meinung, mein Freund. Na gut, gehen wir dann erst einmal durch die Tür. Hier ist ja keine Tür, also nur auf der anderen Seite. Okay.
Es soll wohl so sein. Reinigen, läutere sie. Zeug loswerden, sonst wird das hier nichts. Wo ist der Boss? Bin jetzt irgendwo runtergeplumpst durch Zufall? Nein, es gibt keine Zufälle. Das war der Wille des Imperators. Wie viele spawnen denn hier noch? Wahrscheinlich unendlich, bis ich den Typen down habe. Da oben. Hey, jetzt der Spielstand laden. Die Läuterung beginnt. Ja, mein Freund, ich läutere dich. Irgendwo ging es hier doch runter. Ja. Kommt die runter? Dann könnten wir die in Ruhe erstmal hier unten machen. Aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht.
was gibt's denn hier oben? Muss den Moon. Ja, Moon könnte echt ein kleines Problem werden. Ich glaube, ich baller erstmal hier die Plasma. Ja. Das war ein doofer Einsatz. Was auch immer mich gerade da richtig hart erwischt hatte. Also ich versuche den nochmal mit Granaten. Ach, Pussy. Wow. Er brennt mich. Oh, Imperator, hilf mir! Hilf mir, dir zu helfen! Wieder 200 HP. Wo ist er denn jetzt schon wieder hin? So, Fat Joe, du bist leider jetzt tot. Cooler Bossfight. Du hast mir nichts Besonderes übrig gelassen? Was bist du denn für ein Boss? So, Freitag, wo geht's weiter? Warte, da gibt's. Ja, medizinischer Gegenstand. Ist alles ein bisschen medizinisch. Wo geht's weiter? Granaten. Wir haben jetzt diesen ganzen Spaß hier geläutert. Hier geht's weiter. Ausgang verborgen. Thron nicht im Bauplan. Ikonografie. Blasphemisch. Jo. Gut. Ein Todesfall. Ja, kommt vor. 25 Minuten. 99%. Stimmt, ich habe den in dem einen Raum vor dem Thronraum den einen auf jeden Fall ausgelassen. Ja, und vor. Okay, weiter geht's. Sanctum Magistratum. Hat die Häresie, die diesen Ort durchdringt, keine Grenzen. Die Informationen, die wir suchen, sind hier. Doch die Wände selbst scheinen sich gegen uns zu verschwören. Finde, was wir brauchen, bevor das Chaos es sich holt. Ich dachte, wir sind durch. Nee. Das... Warp-Einfluss identifiziert. Achtung, verminderte Integrität des Realraums. Erhöhte. Ich hasse diese Flugviecher.
Also das ist... Wenn man wirklich irgendwas... Also... Notfalls überspringt. Wenn es euch... von den Augen her... stört. Die müssen bestimmt darüber. Vorsicht, die Sensoren zeigen das Vorhandensein eines Redigiert. Medikamente. Gut, dann rein in das gute Ding. Standort unbekannt. Versuche die Neukalibrierung. Kalibrierung, Standort, Feststellung fehlgeschlagen. Wer zurück? Nein, ich kann nicht zurück. Und da oben ist das andere Portal. Da ist wahrscheinlich das Ausgangsportal. Ich will doch nicht in die Hölle. Ich bin doch zu jung. Echt ein bisschen Platz schaffen. Also sie sind echt ein bisschen penetrant. Da sind oben mindestens einer, eher zwei von diesen Flugviechern, die irgendwie festhängen. Oh ja. Ist auch so Serious Sam-Style. Gehst, suchst irgendwas, findest was, nimmst eine Kiste auf, kommt erstmal ein Typ hinter dir her. Der dir Hallo sagen will, kuscheln will, was verkaufen. Ja, genau, du da. Völlig aus. Da auf der Ecke gemacht. Nicht mal hier ein... Okay. Das ist ja schade. Ja, ich bin wieder zurück. Ui. Nase krabbelt. Sieht komisch aus. Geheimnis entdeckt. Ach, ein Feuerbolter.
Also ich hoffe, ich kriege wenigstens wegen den Überstunden eine Prämie. Sonst hänge ich den Job als Space Marine an den Nagel. Boah, ich dachte, du bist tot. Mag ich jetzt euch? Ich mag euch jetzt schon nicht. Was das? Ich hasse diese Viecher. Wieso musste mich der Imperator mit diesem Job bestrafen? Was habe ich wieder falsch gemacht? Knapp, 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 knapp. Also der hätte mich fast. Jetzt Heilung, bisschen Heilung, bisschen, komm, 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 bisschen Heilung. Irgendwo hier. Nicht eine Heilung, bisschen Heilung. Nein, 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 nein. Oh. Warte, in welche Richtung? Da. Ja, die Terminator können doof sein. So, jetzt habe ich 20 HP und 100 Rüstung. Und wieder ein lustiges Portal. Na dann auf in die gute Stube. Ich bin jetzt hier gelandet.
Ich darf es mir aussuchen. Ja. Ist nicht euer Ernst. Ich nehme es ja. Genau. Hier ist von dort. Von dort gekommen. Mich weg. Das könnte sehr interessant werden. Also ich bin von dort gekommen. Bin runter. Also ein bisschen Munition habe ich ja noch. Wir waren gerade durch und sind da irgendwo in der Pampa rausgekommen. Das bedeutet, wir versuchen jetzt mal Türchen B. Türchen B hat schon mal besser funktioniert. Will ich da runter springen? Will ich da reinspringen? Will ich da nicht reinspringen? Okay, wir sind jetzt ein Stockwerk höher. Ja, okay. Aber wir laufen jetzt mal einmal rein. Mami? Ja, also wir sind jetzt wieder an den Anfang. Wir sind jetzt hier. Laufen jetzt hier rein. Oder sollte ich doch lieber eins... Nee, da geht's nicht runter. Laufen dann hier rein. Dann laufen wir hier rein. Und hier springen wir sofort. Nee, hier war kein Loch. Dann ist das in einem nächsten Abschnitt. Okay. Hier waren wir noch nicht. Was geht hier? Okay, warte, wir sind jetzt. Sind sie? Du musst mich doch nicht trollen. Ich glaube, in der nächsten... Aus irgendeinem Grund haben wir auch nur noch ein HP. Wieso auch immer. Wieso auch immer. Ich finde das halt
Sonderbar, sehr sonderbar. Ihr habt überall Mauerstücken. Aber hier ist die Mauer weg. Und es sind zwei Kerzen positioniert. Und ich könnte theoretisch... Probieren es einfach mal. Nee. Der mich jedes Mal da runterschmeißen will. Ist Vieh. Probieren Sie es einfach nochmal. Aber wir haben jetzt hier eine Kerze. Okay. Hier gelandet. Nein, 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 nein. Ja, toll. Wir sind jetzt... Wo auch immer wir jetzt sind. Das, das klappt. Das ist ja genial. Okay, wir gehen jetzt nochmal hier in dieses blutüberströmte irgendetwas. Dann kackt er uns hier wieder raus. Wenn ich nochmal reingehe? Einfach so aus Spaß. Juhu! Er schmeißt uns in die andere Richtung. Irgendetwas verpasst. Meistens immer wieder in die... Genau. Das heißt, das ist auf jeden Fall falsch. Das, wir müssen auf jeden Fall hier rum. Hier rein. Kommen wir irgendwo raus, wo es Granaten gibt. Okay. Wartemodus eingeleitet. Ja. Warte du mal. Ah, du bist mein bester Freund. So, das ist die Strecke, wo wir eben waren. Wir waren dort rein, sind hier rausgekommen. Jetzt ist die Frage. Wenn wir hier reingehen. Wir wahrscheinlich runterfallen und dann irgendwo hier auf diese Querstrebe fallen. Nee, wir sind noch mal eins höher. Aber höher geht's auch gar nicht mehr. Doch, wartet, da oben geht's noch. Also wir können uns zurück... Das hatte was von Portal, liebe Kinder. Nochmal. Ich finde es ja cool, dass man mit einem HP einfach hier rumjumpen kann. Okay. So, jetzt sind wir...
jetzt wird's lustig. Also wir hatten es versucht mit... Wow. Nee, das war komplett falsch. Okay, jetzt... Exo wird jetzt unleidlich, muss ich mal rumsetzen. Also, wir sind jetzt immer hier rum. Und versucht die Tür, glaube ich, da drüber zu nehmen. Da rein. Nochmal da rein. Hier waren wir ja schon drauf. Das hat nichts gebracht. Ich würde sagen, dass wir müssen hier runter. So. Und dann ist hier nämlich das Zeug. Wir sind reingesprungen. Und sind... wieder getrollt worden. Nee, wir sind nicht getrollt worden. Wir sind korrekt. Wir haben nämlich Leben. 10 Leben habe ich dazu bekommen. Okay. God save the... Quest. Genau, ich habe 23 Leben. Aber werd geballert ohne Ende. Kommt man da rein? Aber man muss sich immer nur einmal richtig aufregen, dann. Was du denn her? Irgendwie kamen wir von hier. Warte, hier ist noch ein Lebenspunkt. Kam von hier. Ich glaube, hier haben wir gegen die Achtungsvorkommen verfügbar. Wir haben hier, glaube ich, gegen die Terminatoren gekämpft. Oh nein. Nein! Es ist zugegangen. Box nach richtig drin. Na, geiles Lachen. Komm, abkühlen kannst du später. Nein. Okay. Wie spawnt das immer? Boah, ist das schon wieder durch so eine Tür? Überhaupt keinen Bock drauf. Können wir hier noch irgendetwas einsammeln?
Okay. Wir sind jetzt am Boden angekommen. Wir sind wieder zurück. Wir sind wieder zurück. Ja, und von oben kommt wieder das Schweinezeug. Sind die denn alle? Oh, meine Freunde. Wo ist der Hexer hin? Wo ist der Chaos-Hexer? Den einen habe ich jetzt. Ich muss weiter hochkommen. Aber wie komme ich weiter hoch? Warte, ich muss durch das komische Portal nochmal durch. Entdeckt. Wo ist der hin, der Hexer? Au, 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 au.
besser hin. Also. Junge, 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 Junge. So, Abschnitt 1 abgeschlossen. Das ist cool. Oh mein Gott. Und jetzt machen wir Piu mit einem kleinen Schiff. Piu. 3 von 6, 95 Kills. Ja. Okay, dann machen wir hier wieder Cut mit Folge 3. Sehen uns dann zu Folge 4 hoffentlich. Wem es gefallen hat und wen es interessiert vor allem. Mit Boltgun, Warhammer 40k. Bis dahin. Daumen nicht vergessen. Euer Exakron. Vielen Dank.